Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Tech Tutorial. Willkommen zu einem weiteren Setup. Beim letzten Mal, beziehungsweise gerade eben, je nachdem, wann ihr das schaut, habe ich ein kleines Setup für Blockbench gemacht. Jetzt für Bridge. Wir gehen wieder durch die Einstellung durch. Erstmal haben wir hier einen sehr, sehr vollen Bildschirm. Wir klicken einfach mal da drauf und ich wähle den rohen Texteditor aus. Der gefällt mir mehr. Der Tree Editor hat mich ziemlich stark verwirrt, deshalb mache ich es einfach so. Hier haben wir einen Haufen Links, die wir einfach alle entfernen. Oh, da werden wir irgendwohin weitergeleitet. Das ist wahrscheinlich Bridge Tutorial quasi, aber wozu bin ich da? Wir machen das einfach alles weg, so. Schon mal deutlich sauberer. Und dann suchen wir die Einstellung. Wir gehen auf die drei Striche, Projekt und Einstellung. Ja? Oder Settings, wenn es auf Englisch ist. Hier können wir nichts ändern. Ich bin auf Mobile, ich habe gar keine Steuerungstaste P, quasi, ich kann das gar nicht alles ausführen, deshalb lasse ich es einfach so, wie es ist. Dann gehen wir zum nächsten, Sprache, vorzugsweise Deutsch, damit auch wirklich alle von euch das verstehen können, wenn ihr auch etwas jünger seid, nicht so gut in Englisch seid, kann nicht schaden. Kollaborativer Modus, schalte ich einfach mal aus, ich arbeite quasi alleine und ich benutze nur Bridge für mein Projekt, also lasse ich es so. Format on Save, starke deutsche Übersetzung, quasi die Textdateien, die JSON-Dateien werden neu formatiert, dass quasi die Einrückung stimmt, was an sich von der Syntax her völlig egal ist, aber es macht es quasi übersichtlicher, leichter zu lesen. Ich empfehle euch, das anzulassen. Öffne Links im Browser, in deinem Browser anstelle von Applikationsfenstern. Ich empfehle euch, das auszulassen. Ich habe das ja hier als Web-App abgespeichert. Kennt ihr ja vielleicht noch von der letzten Folge, zur Einleitung. Ja, ich lasse es einfach so. Restore Tabs, wenn man quasi Bridge das letzte Mal, wenn man Bridge schließt und neu öffnet, dann werden alle Dateien, die zuvor geöffnet waren, erneut geöffnet. Lasse ich auch einfach so. Dann gehen wir weiter. Farbschema, man kann dunkel-hell machen. Ich lasse es auf automatisch, in dem Fall ist es dunkel. Hohen Kontrast lasse ich einfach aus. Man kann jetzt quasi die Farbeinstellung fürs helle und dunkle, für den hellen und dunklen Modus einstellen. Auch für quasi das momentane Projekt, was man hat, lasse ich auch so. Schriftart, ja, keine Ahnung, lasse ich so. Und ich glaube, das mache ich auch einfach auf Roboto. Dann ist beides quasi mit derselben Schriftart. Ich mache die Schriftart gerne ein bisschen kleiner. Hier in dem Fall auf 12 Pixel. Es passt quasi dann mehr Code auf denselben Bildschirm. Und ja. Hide Toolbar Items. Ich bin nicht auf macOS. Bringt mir nichts. Mache ich aus. Ja. Dann der Editor. Gehen wir wieder nach oben. Das hatten wir eben schon. Den JSON Editor. Ich lasse das gerne auf Raw Text. Weil ich daran gewöhnt bin. Deshalb mache ich es einfach so. Bracket Pair Colorization. Ich weiß, dass es nur im dunklen Modus funktioniert. Was sehr merkwürdig ist, aber keine Ahnung. Jedenfalls werden quasi öffnende und schließende Klammern, die zusammengehören, mit derselben Farbe markiert. Unglaublich nützlich, dann weiß man immer, was was ist, ja, welche Klammer zu welcher gehört, welche die öffnende, welche die schließende ist. Ich mache das einfach so. Wordwrap lasse ich einfach aus. Ja, dann werden quasi Wörter, die rechts über den Bildschirmrand hinausgehen, quasi nach unten verschoben. Ich finde, das macht die Übersicht ein bisschen schrecklich, daher lasse ich das so. Compact Tab Design. Wörter werden quasi abgekürzt, wenn ihr zu viele Tabs offen habt. Dann werden nur noch Teile vom Wort angezeigt. Ich lasse es einfach so, vor allem auf dem kleinen Bildschirm. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Keep Tabs Open. Wenn ihr eine Datei öffnet und nicht bearbeitet, dann wird die ansonsten immer automatisch wieder geschlossen. Ich lasse es einfach so, wenn ich nur kurz was nachschauen wollte und das wieder schließen möchte, dann wird das halt automatisch gemacht. Einfach so lassen, wie es ist. Autosave Changes. Ich erkläre euch warum. Es ist schrecklich. Ich wünsche, ich hätte das gleich am Anfang ausgeschaltet. Es tut weh. Okay, stellt euch mal vor, ihr tippt irgendwas ein und wisst nicht, was für Blockkomponenten es noch gibt. Ja? Ihr könnt dann so die beiden Anführungszeichen machen,
Und dann werden für gewöhnlich so alle Komponenten angezeigt, die möglich sind. Problem ist, wenn das an ist, wird es in der Zwischenzeit gespeichert. Und sobald es gespeichert ist, bearbeitet ihr es ja nicht mehr. Und wenn ihr es nicht bearbeitet, dann müssen auch keine Vorschläge angezeigt werden. Ich mache es aus, ich speichere manuell ab. Ich habe kein Problem damit. Wenn ihr ein Problem mit automatisch Speichern habt, dann habt ihr eben keine Vorschläge. Aber ich mache es so, und ich empfehle es euch, macht es auch so. Ja, ganz einfach. Da haben wir hier eine Menge Vorschläge, eine Menge Einstellungen für den Tree Editor. Die interessieren mich alle nicht, schließlich habe ich den Tree Editor nicht genutzt und das war auch im Grunde alles. Genau. Ja, das sind wirklich alles Einstellungen für den Tree Editor, also egal. So, Projects, Einstellungen, Default Author, ich empfehle euch gleich, packt da was rein. In dem Fall packe ich meinen Namen rein. Ansonsten müsst ihr quasi bei jedem neuen Projekt euren Autorennamen eintippen, beziehungsweise irgendeinen Autorennamen. Aus irgendeinem Grund braucht man das an sich nicht, aber man braucht es scheinbar. Deshalb macht es einfach und dann habt ihr es hinter euch. Loadcom.mojang-projects. Wenn ihr auf dem PC seid und das Programm nutzt, dann funktioniert es, aber ansonsten eben nicht. Deshalb ändert es quasi gar nichts, ob ich es an- oder ausschalte. Increment Version würde ich euch empfehlen, es anzulassen. Wenn ihr quasi ein Add-on habt, eine neue Version davon habt und es austestet, dann wird die neue Version weiter oben angezeigt. Ist einfach besser. Ja? Add Generated With mache ich aus. Sonst wird hinzugefügt, ja, wurde mit Bridge erstellt, mit der Version bla bla. Ist mir egal, jeder weiß, dass mit Bridge erstellt wird. Praktisch jeder macht alles mit Bridge, okay? Und zu guter Letzt Sidebar. Man kann es einstellen, ob es rechts oder links ist. Ich lasse es links. Shrink Sidebar Elements mache ich gerne. Jede Möglichkeit, irgendwas zu verkleinern, nutze ich. Sidebar Size, das bringt leider nur im Querformat was. Ich werde es immer im Hochformat machen, daher bringt es leider nichts. Theoretisch würde ich es dann auf Tiny stellen. Folder Indentation machen wir klein. Ihr kennt ja die ganze Ordnerstruktur. Wir haben quasi den Hauptordner für das Verhaltenspaket zum Beispiel. Haben wir Blöcke und da haben wir den individuellen Block. Und da wird immer weiter eingerückt. Und wenn man das quasi kleiner macht, dann wird der Abstand ein bisschen kleiner. Aber an sich schafft das quasi mehr Platz auf dem Bildschirm. Und das brauchen wir. Wir müssen hier um jedes einzelne Stück quasi kämpfen. So, da haben wir hier noch die ganzen, keine Ahnung, wie man das nennen kann, irgendwelche Icons. Da empfehle ich euch, packt den Compiler noch mit rein. Wenn ihr quasi ein Projekt macht und euch unsicher seid, ob das Ganze funktioniert, dann kann man im Compiler nachschauen, ob es irgendwelche quasi gravierende Fehler in JSON-Dateien gibt. Daher macht es einfach an und dann könnt ihr das nutzen. So, und damit haben wir das quasi. Wir können jetzt hier ein neues Projekt erstellen. Dazu komme ich auch nochmal ganz kurz. Aber an sich hätten wir das. Gehen wir hier einfach mal drauf und wenn ihr ein neues Add-on erstellt, empfehle ich euch, schaltet diese beiden Sachen an. Ja? Diese beiden Sachen sind super nützlich. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Add-on. Es besteht ja aus Verhaltenspaket und aus Ressourcenpaket. Und wenn ihr eine neue Welt erstellt oder eine existierende Welt habt, ihr fügt das Verhaltenspaket hinzu. Und wenn das hier quasi aktiviert ist, dann wird das Ressourcenpaket automatisch hinzugefügt. Beziehungsweise, wenn das an ist, wird beim Hinzufügen vom Ressourcenpaket das Verhaltenspaket automatisch hinzugefügt. Ich empfehle euch beides zu machen, das heißt, egal welches ihr hinzufügt, das andere wird automatisch auch hinzugefügt. Super nützlich, empfehle ich euch. Ja? Experimentelles Gameplay, Holiday Creator Features, unbedingt. Ja? Damit könnt ihr quasi 1000 Sachen mehr mit Gegenständen und Blöcken machen. Super, super, super nützlich. Hin und wieder kann es sein, dass ich ein paar Molang-Features benutzen werde. Ich werde es dann aber extra erwähnen. Die hier werde ich fast immer verwenden. Ja, auf jeden Fall. Beta-APIs, Scripting werde ich wahrscheinlich nicht so viel machen. Da habe ich gar nicht so eine große Ahnung und ehrlich gesagt auch nicht so viel Lust drauf. Aber könnt ihr auch gerne ausprobieren. Vielleicht das auch mal. Ja, Fog Volume Files, wenn ihr quasi eigene Biome erstellt, wozu ihr natürlich das auch braucht, dann kann man quasi die Farbeinstellung für Gras in dem Biom oder das Wasser in dem Biom vornehmen.
Außerdem Entitäten, Properties, also quasi Eigenschaften für Entitäten, werden auch hier hinzugefügt. Kann man auch gerne nutzen, aber das hier werde ich quasi immer benutzen, weil es immer super nützlich ist für Items und für Blöcke. Also das dazu. Und zu guter Letzt, das würde ich auch immer anschalten. Add Pack Name Description directly to the Manifest. Quasi, was ihr hier eintippt, den Namen vom Projekt bzw. vom Add-on und die Beschreibung werden dann einfach direkt hinzugefügt ins Manifest. Dann müsst ihr das quasi nicht extra übersetzen. Schreibt es einmal auf Englisch. Jeder kann Englisch, sollte jeder Englisch können. Und dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Ihr seht hier übrigens Project Author, habe ich eben schon drüber gesprochen. Ihr müsst halt eben einen eintippen, wenn ihr es nicht in die Einstellung gemacht habt. Deshalb macht das in die Einstellung. Projektpräfix empfehle ich euch, quasi entweder eine Abkürzung von eurem Namen oder die Initialen zu haben. In dem Fall würde ich HD sagen, quasi die ersten beiden Buchstaben. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, HDH, GGJ hat, dann würde ich hier HG benutzen. Beziehungsweise, wenn ihr es ein bisschen komplizierter haben wollt, HDGG, quasi die ersten beiden Buchstaben von beiden Wörtern. Aber in den meisten Fällen reichen auch zwei Buchstaben. Das sind dann schon, keine Ahnung, 26 zum Quadrat Möglichkeiten. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf. Sind auf jeden Fall eine ganze Menge, sagen wir es so. Ja. Und das war es dann quasi. Das können wir auch direkt wieder schließen. Fehler. Ja, der Fehler taucht immer wieder auf. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr den Fehler seht, ihr könnt ihn reporten. Ja, ich mache den einfach weg. Genau. So, das war's mit dem kleinen Setup hier für Bridge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge machen wir dann unseren ersten Block. Wir haben ja jetzt hier alles vorbereitet. Bridge ist vorbereitet, Blockbench ist vorbereitet. Wenn ihr das Video von Blockbench nicht gesehen habt, schaut es euch an. Wenn ihr die Einführung noch nicht gesehen habt, schaut es euch auch an, was macht ihr hier in diesem Video. Jedenfalls, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!